Konnache. Es geht jetzt ab. Sie sind gefeuert, weil sie nicht zum Abspielen. Ich kann online meine Gegner mit beeindrucken. Oh, ist ja toll. Hier, das meinte ich. Auf hoch. So, als nächstes kommen die anderen Berliner, die Unioner. Da bin ich mal gespannt. Union. Ach du Scheiße, ich habe gesehen, was mir in 2 Wochen bevorsteht. MSV Duisburg. Ich hoffe, ich kaufe es halt immer nie. Ah, zu Hause. Hm, cool. Egal. Naja, Lolo spielt ja die ganze Zeit nur Scheiße. Und die Sanovic darf mal rein. Also jetzt geht's denen allen wieder gut hier. Guck dir das einfach mal an. Nefkara hoch, Lehmann, Bisanovic, Besala. Alter. Wenn man sich das mal so anguckt, müsste man eigentlich meinen, dass ich jetzt eine gute Partie spiele. Naja, bin mal gespannt. Simon Terodde, ja, kam von Stuttgart, glaube ich. Na egal. Also schaut ja bis jetzt, ja, zu Hause. Ich bekomme den Pass nicht hin. Passt nicht hin. Das ist böse, das ist sehr böse. Fuck. So wollte ich eigentlich nicht starten. Nehme Match. Ja. Kacke. Ja gut, 1-0 hinten. Gegen Union. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir zum Tabellenplatz hier sind. Aber ich weiß so viel. Es müsste nicht sein. Ach, komm schon. Mann, Yoshi, da musst du doch irgendwie versuchen, den Ball zu gewinnen. Vielleicht. Ach, ja, ja, Yoshi ärgert sich richtig und das auch. Habt ihr eigentlich Fall hoch, Leute? Mann. Da ist er dran. Die Tür ist offen. Fuck. Ey, das ist viel zu einfach, wie die da durchkommen. Das ist alles viel zu einfach. War es gut gemacht oder war es einfach schlecht verteidigt? Schlecht verteidigt. Vor dem Tor herrscht plötzlich die große Freiheit. Ey, das ist... Da in der Mitte steht keiner. Ey, jetzt schon 2-0 hinten. Wie soll das enden? So, Freunde. Mann. Also ich hatte mir noch Hoffnung gemacht. Mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen, um am Ende diese Partie nicht zu gewinnen. Und Union, die lauern nur auf Konter, habe ich das Gefühl, Mann. Er versucht ihn da durchzuspielen.
Ah, Nefkara. So. Ja, was heißt verdient? Ich spiele wenigstens. Ich glaube, Union kann jetzt zweimal fürs Tor und haben zwei Tore gemacht. Das machen 100%ige. Schwul. Das ist schwul. Das ist scheiße schwul. Ja. Bing, bing, bing. Und dann in die Ecke. Ja, gut. Dann Aufholjagd, Leute. Ne? Ein Tor hinten. Noch. Und dann ist nicht viel. Also ein Tor. Die hatten jetzt zweimal schnelle Tore und drei Tore in 20 Minuten. Boah. Danke, Kedesch. Weil, ich meine eigentlich Evil. Will das halten. Das ist nämlich auch nichts Selbstverständliches. Alter, was ist das für ein Pass? Alter. So. Abseits. Da hatte ich leider schon gedrückt. Schade, ich dachte, die laufen mit. Ja, können wir mal probieren. Ja. Wie läuft bis jetzt die Saison für mich? Ja, scheiße. Das ist guter Fußball. Also, 12. Tabellenplatz ist jetzt nicht so das Schönste für mich. Es bietet sich niemand an. Ich kann mir schon durchaus schönere Sachen vorstellen. Ja, so wenigstens so links an den 5. oder so ran. Ist ja. Der Ball kommt in die Mitte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, kann sich aber ärgern, weil das war echt scheiße. Wobei, von dem Standpunkt da aus, da kann man nicht viel machen. Da kann man was versuchen, aber kann man nicht viel machen. Wenn er dann irgendwie aufs Tor kommt, okay. Alter, alle am Mann vorbei. Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. So. Ich kann mir vorstellen, dass ich bald wieder ein bisschen mehr über Flügel spielen darf. Diese Pässe, ne? Versucht weiterzukommen. Jetzt eventuell der Gegenstand. Versucht die Gasse zu finden. Alter. Dafür kannst du jetzt keinen Elfmeter geben. Ey. Das war nach dem Abspiel. Dafür kannst du. Ja, geil. 3-1 hinten. Nein! Doch. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Der Keeper kann den Ball nicht festhalten und sein Team zahlt den Preis dafür. Was für ein schlimmer Fehler des Torhüters, aber Kompliment auch an den Stürmer, der nicht. Ey, da hält er erst so richtig gut und dann. Quatsch. Und mit einer 2-Tore-Führung geht's jetzt weiter. Sie führen souverän, sie müssen jetzt eigentlich nur noch versuchen, Ball und Gegner so weit wie möglich vom eigenen 16-Meter-Raum fernzuhalten. Boah, gar nicht mal so schlecht gemacht. Ja, 1-3, ey, jetzt noch kurz das Anschlusstor kurz vor der Pause. Ich habe wieder Hoffnung. Ja. Ärgert euch, meine Freunde. Es müsste nicht so hoch stehen. Wobei ich finde das Foul vom. Also ich finde nicht, dass das unbedingt ein Foul war jetzt von Hector. Ach Scheiße. Muss den Ball nach vorne bringen. Ja. Ja. Jetzt hat er die Chance. Er zieht von da ab. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden.
momentan nicht so viel. Was sah er jetzt mit? Nutze die Chance. Dun, 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 dun. Glück kommt auch manchmal mit zu. Bam. Danke, danke, danke. Ach. Wichtiges Ding, gerade für den Herzog. Klar, da war echt viel Glück dabei, aber ist mir egal. So aus der Drehung. Und den so zu treffen. Ja, reicht mir. Glück reicht mir in dem Moment. Hauptsache nachher habe ich irgendwie einen Punkt oder so. Und damit brauchen Sie nur noch eins. Ja, zum Anschluss, also zum Ausgleich. Nur meine Abwehr, die spielt heute besonders scheiße, ey. Ja, mehr Ballbesitz, mehr Schüsse. Die hatten 5 Schüsse und alle gingen aufs Tor. Das waren das 1-0, das 2-0, der Elfmeter, das 4-0, das 3-1, ne, war ja dann 2-0, 3-1. Und ich glaube, eben hatten wir nochmal einen, weiß ich nicht. Ja. Ich hoffe jetzt, ja, starker Nefkara. Yoshizori mit Glück. Und wenn nachher ein Glück mir 3 Punkte oder 1 beschert, ist mir scheißegal. Ja. Mann, das wäre abseits gewesen. Ja, Hector, ne? Wie, der hat den Ball noch. Boah, aber in allerhöchster Not. Das ist ein Foul und das ist auch gelbwürdig. Weil er den einfach nur umholzt. Aber ich habe jetzt eine bisschen andere Mentalität. Ja. Da hatte ich auch wieder Schuss. Aber die Abwehr von denen, die ist auch nicht gerade gewonnen. Ja? Warum das nicht ein Foul ist, ne? Alter Schwede. Warum ist sowas ein Foul? Der hat den gepasst. Der Ball ist weg. Und dann kommt er halt ein bisschen zu spät. Was passiert? Ja, ich versuche gerade alle unter Druck zu setzen, Mann. Warum macht er die Ball? Ach Scheiße. Und so ist es dann kein Foul. Ja, gut, das hat es jetzt aber. Boah, boah, boah. Aber ey, da würde ich aber nicht mehr dafür aufs Feuer legen, dass das abseits war. Das war echt schlampig. Das kann interessant werden. Tor. Er drauf. Schuss. Ey, meine Abwehr. Die spielen da, keine Ahnung. Die wollen meinen Bluthochdruck, glaube ich, auf 400 setzen oder so.
Ben Clemens. Ben Nefkara. Aber Ben Clemens. Ausnutz. Also Jungs, so langsam, ja, wäre so das 3-3 echt nett. Nicht unbedingt verdient, aber nett. Clemens, jetzt zeig mal was. Ja, da ist eine FK. Da ist jemand. Den bringt der gut. Und der ist gut. Der ist perfekt. Der ist das 3-3, Mann. Mann, ist das wichtig. Aber das ist die Stärke meines meinen Spielers. Im Strafraum, den Ball 1, 2, 3 und dann ins Tor. Das ist echt stark. Jetzt noch ein Defensiven. Ist mir egal, wie der drauf ist. Aber es ist sowas wieder zurückzukommen. Und dann klappt auch mal sowas. Ach, der ist ja noch dran. Oh, Scheiße. Die Mannschaft liegt mit zwei Toren zurück und vielleicht liegen auch ein bisschen die Nerven blank. Das hätte der Angriffstreffer sein können. Wenn ich ja. Egal. Noch 15 Minuten zu gehen. So, und was ist jetzt der Plan? Versucht ihn ein zu spielen. Endlich ist die Gefahr bereinigt. Also jetzt würde ich sagen, offensichtliche Feldüberlegenheit liegt bei mir. Mann. Was das Herausarbeiten der Chancen angeht, machen die Jungs heute einen guten Job. Ja. Die könnten sie besser nutzen. Und den holt er sich per Kopf. Das ist ein Off-Struggle. Ich dachte, er geht irgendwie in die dritte Reihe oder so. Ah, Scheiße. Ich krieg das mit den Ecken nur so richtig hin. Ist aus. Ja. Mal schauen, was wir auf diese Ballannahmen, Leute. Beide Teams lauern auf Konter, beide Teams müssen ja vorsichtig sein. Da ist das Ballhalten geduldet mit einem und oh, Zucker, gib den Affen Zucker, gib ihn. Oh. Ich hätte auch rüberpassen können, ich hätte mehr machen können. Egal. Mann, das war jetzt nochmal eine Chance. Ob ich sowas nochmal bekomme oder ob ich vielleicht jetzt sogar nochmal einen reinbekomme. Wird damit Mann und Maus verteilt. Okay. Versucht ihn dahin zu spielen. Direkt am Name. Das ist richtig Schiss. Er bringt die Flanke.
müssten jetzt nochmal einen einzigen Angriff brauchen. Einen. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ja, einfach. Einfach aussichtsreicher Position. Okay. Oh, wohin läufst du? Das ist eine gute Chance. Dreierpack. Dreierpack. Boah, fällt mir ein Stein von Herzen. Boah, fällt mir ein Stein von Herzen. Boah, hatte ich Schiss. Ganz starkes Ding. Und man hatte keinen Pfeil nach oben. Aber dafür die eigentlich so das Danke, Schiri. Ja, also nach dem 2-0 Rückstand dachte ich jetzt, okay, Union macht das Ding, ne? Was ein Spiel, was ein geiles Spiel. Und sowas zeigt mir die Geilheit des Fußballs. Ja, hier, Yoshi Story 7,5, 7,0. Ja, Lehmann hat gut gespielt. Feuer. Da sind 7,5, deswegen einmal. Ja. Der MSV aus Duisburg hat heute nicht gespielt, sofern ich das richtig sehe. Richtig. Doch, da, die haben verloren gegen Paderborn. Was mit MSV Frankfurt hat auch verloren. Ingolstadt hat gewonnen. Das heißt, Andrasch von Braunschweig ist oben. Ja, cool. Ich bin jetzt auch 11 mit 12 Punkten. 8 Punkte mittlerweile. Und haben Tabellenführer. Also ich bin jetzt wieder ran. Vorher waren es 10, jetzt sind es 8. Das ist schön. Ne? Klar, immer noch eine ziemlich schlechte Tordifferenz. 14 Gegentore.